So, auch dieses Mal. Pre-Release Pack. Ach, hier war doch irgendwas. Ich wollte doch ein Messer herlegen. Vor Ewigkeiten. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Dementsprechend, ja. Hauptset 2020. Eigentlich sollte dieses Set ja gar nicht mehr geben. Die Premium Packs und die Promo Packs, die haben sehr lange in den Store geschafft. Und die waren sehr, sehr cool. Und dementsprechend, hoffentlich ist das Priest Pack genauso cool. Wir haben einen Würfel. Wir haben eine Promo. Unsere Promo ist Bischöfin der Schwingen. 2x14 bringt ein Engel unter eure Kontrolle. Nee, immer wenn ein Engel unter eurer Kontrolle ins Spiel kommt, erhaltet ihr 4 Leben. Immer wenn ein Engel, den ihr kontrolliert, stirbt, erzeugt ihr einen 1-1 weißen Geist mit Lifelink. Da gibt es doch eine Verzauberung. Wenn ihr 4 Leben kriegt, kriegt ihr einen Engel, oder nicht? Das ist cool. Ja, dann haben wir hier so Innereien. Dann haben wir hier so ein in deinem Zug mit tatsächlich einem Magic Arena Code. Ja. Mehr Müll. Ich wusste gar nicht, dass da schon Magic Arena war. Ich bin, was Magic Arena angeht, so weit hinten vom Wissen her und allem. Ich habe da so gut wie keine Ahnung von. Dementsprechend bin ich auch bei den Codes sehr ratlos. Mal gucken, was ich damit mache. Ich habe ja mittlerweile ein paar. Und ja, ich überleg mir was. Jetzt gucken wir uns erstmal Hauptset 2020 Pre-Release Kit an. Wie immer bei den Pre-Release Kits oder bei größeren Openings, ich skippe die Commons und gucke mir nur die Uncommons und Rares an. Hammer des Kolossus, ein Mana, wow. Die ausgerüstete Kreatur kriegt +10/+10 und verliert Flugfähigkeit für Ausrüsten 8. Wow. Geile Karte. Zeit des Wachstums, 2 Mana. Immer wenn eine Kreatur unter eurem Kontrolle ins Spiel kommt, wende Hellsicht 1 an. Immer wenn du einen Zauberspruch wirkst, der eine Kreatur, die ihr kontrolliert, als Ziel hat, zieh eine Karte. Das ist für Boggles doch bestimmt cool. Kriechender Farbbrenner. 2x2/2. Andere Elementarwesen, die ihr kontrolliert, kriegen +1/+0. Und für 4 Mana erhält jedes Elementarwesen nochmal +1/+1. Und eine Ebene. Token. Artemis, die Allsehende. 6 Mana, 4/5 fliegend. Für 3 Mana tappen, zieht ihr 2 Karten, wirft dann eine Karte ab. Immer wenn dem Gegner Schaden zufügt, kannst du die Karten auf der Hand offen vorzeigen. Falls du mindestens 6 Karten mit unterschiedlichem Mana vorzeigst, verliert jeder Spieler die Karte. Geil. Wenn man 6 verschiedene Karten auf der Hand hat, hat das ein Auto-Win. Das ist cool. Artemis, die Allsehende. Ja, das ist schon eine coole Karte. Bestimmt im Commander, bestimmt richtig broken. So. Pustermüll. Dann gucken wir mal, was wir hier so haben. Hier ist das erste Ankamm-Viech. Portal der Zuflucht. 3 Mana Artefakt. Für 1 Mana bringt eine Kreatur, die ihr kontrolliert. Und jede an sie angelegte Aura auf die Hand des Besitzers zurück. Aktivierfähigkeit nur während deines Zuges. Das ist sad. Sonst wäre das eine gute Karte. Mustersucher. Oh, da ist ein Häschen. 4x3/3. Wenn ihr ins Spiel kommt, könnt ihr noch eine Karte durchsuchen nach einer Karte mit demselben Namen, die ihr offen von der Hand vorzeigt. Ne, die ihr kontrolliert. Okay. Also wenn ihr eine Kreatur habt, spielt ihr den, kriegt noch eine andere Kreatur. Spitzenfechter. 2x1/1 Doppelschlag. Und Chandras Regulator. Ja. Was? 2 Mana. Immer wenn du eine Loyalitätsfähigkeit einer Chandra Planeswalker aktivierst, kannst du 1 Mana bezahlen. Falls du dies tust, wird er verdoppelt. Tappen wir auf eine Gebirgskarte oder eine rote Karte ab, ziehe eine Karte. Das ist nicht bad. Dann Wald. Wir haben eine. Wow, ich wollte gerade sagen, wir haben eine Foil, aber da ist ein Feuerelement da. Und ein Feuerelementar ist nicht so krass. Ich leg das mal dahin. So. Ja, nee. Da hätte ich gerne andere Feuer gehabt als ein Feuerelementar. Irgendwie.
Ansonsten, Hauptset 2020 finde ich, schon da. Finde ich ganz cool. Ich mag Hauptsets und ich hoffe, dass die weiterhin, Lexi und Model mittlerweile. Ich hoffe, dass die weiterhin bestehen bleiben, die Hauptsets. Ich finde die sehr, sehr gut. So, wir haben hier Goblin Rädelsführer, 4 Mana 2-2 Eile. Wenn er ins Spielfeld kommt, guckt die obersten 4 Karten eures Decks an. Zeigt alle. Nee, deckt alle, genau. Zeigt alle, nehmt alle Goblin-Karten auf in die Hand und die Rest im Libby-Reihenfolge drunter. Saustarke Karte. Renaturierung. 5 Mana Verzauberung. Immer wenn eine Kreatur, die ihr kontrolliert, stirbt, erhält ihren Lebenspunkt und zieht eine Karte. Chandra, Pyromagia Novizen. 4 Mana, 5 Marken. Elementarwesen, die ihr kontrolliert, kriegen plus 2 plus 0. Erzeuge rotes Mana. Oder fügt dem Ziel 2 Schadenspunkte zu. Okay. Und zurückbringen. Oh, wir haben eine voll. Oh, schon wieder so eine Crap voll. Zurückbringen. 2 weiße Mana Spontanzauber. Bestimmt bis zu 2 bleibende Karten aus eurem Friedhof, die in diesem Zug auf dorthin gelegt wurden. Bringt sie getappt ins Spiel zurück. Das ist nicht bad. Das ist nicht bad. Da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Habe ich wirklich schon. Damit ISO Grundzept, da kann man doch bestimmt irgendwas machen, wenn es nicht schon gemacht wurde. Oder ist das zu casual? So, mehr Müll. Mehr Müll. Es kommt auch so langsam ins Bild rein. Der Müll. Der Müll. Ein Zombie. Dann haben wir. Okay. Jakos Wellenschmetterer. 4 Mana 4-4. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, bringt ihr eine andere Kreatur, die ihr kontrolliert, auf die Hand zurück. Meistersbleißer. 4 Mana 1-1. Ihr kriegt einen 3-3 farblosen Artefakt-Kreaturenspielstein und Golems, die ihr kontrolliert. Also ein Golem-Artefakt-Kreaturenspielstein. Und Golems kriegen plus 1 plus 1. Ein Leichenritter. 2 Mana. Kreatur-Zombie, 2-2. Immer wenn eine andere Kreatur ins Spiel kommt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Das ist nicht bad. Ihr merkt, ich bin immer noch leicht krank. Was mache ich denn? Oh Gott, was mache ich denn damit? Ja, ein elbischer Erneuerer. 1 Mana 1-2. Solange ihr 3 oder mehr Länderkarten im Friedhof habt, kriegt ihr plus 2 plus 2. 2 Mana, tappen, opfert Land, durchsucht euer Deck nach einem Land und bringt es getappt ins Spiel. Gute Karte. Sehr, sehr gute Karte. Es zählt jetzt aber, glaube ich, noch nichts von Value. Aber das ist auch schwierig zu finden in M20, glaube ich. Ein Wolf. Der Token ist übrigens. Der Würfel ist übrigens nicht ganz so geil. Weil ich mag blau nicht. Ich finde, die blauen Würfel gibt es einfach zu oft. Vergeltungsstab. 2 Mana. Tappen, fügt einem Ziel 5 Schadenspunkte zu und wenn er vom Feld auf den Friedhof gelegt wird, fügt er einem Ziel 5 Schaden zu. Wille der Götter. 1 Mana Spontanzauber, eine Kreatur kriegt Schutz von der Farbe, die ihr bestimmt, mit Hellsicht 1. Blutgetränkter Altar. 4 Mana, tappen, ihr zahlt 2 Lebenspunkte, werft eine Karte ab, opfert eine Kreatur, erzeugt einen 5-5 schwarzen Dämon. Wow, ist der bad. Warum sollte man sowas spielen? Und Tempel des Triumphes. Oh, wir haben eine. Crap. Tempel des Triumphes kommt getappt ins Spiel. Hellsicht 1 für Rot und Weiß. Ja, letztes Booster. Ist eine Rare. So. Ja, das muss es jetzt reißen. Ich glaube, sonst war das tatsächlich ein sehr schlechtes Geschäft. Aber gut. Pre-release Kits sind ja auch hauptsächlich dafür da, damit man ein cooles Deck draus baut. Nicht um Value zu machen. Erinnert euch immer daran. Brutzeln, 2 Mana, kann nicht neutralisiert werden, fügt einem Planeswalker deiner Wahl, die weiß oder blau ist, eine Kreatur oder einem Planeswalker, die bzw. der weiß oder blau ist, zum Schadenspunkt zu. Mitreißender Wirbel, 6 Mana Hexerei, bringe bis zu 3 Kreaturen auf die Hand ihrer Besitzer zurück. Ätherböe, 2 Mana, bestimme einen Zauberspruch oder eine bleibende Karte deiner Wahl, die rot oder grün ist. Sein Beherrscher legt ihn oben auf sein Deck. Oder unter, okay. Und Tempel des Sichtums. Kommt getappt ins Spiel. Hellsicht 1, grün, schwarz. Das war's. Ja, ich glaube, das war nix. Aber gut. Auch vom Bauen her wüsste ich jetzt nicht, was ich hier bauen sollte. Gerade mit den Tempeln. Die Tempel machen das so schwierig. Ich glaube, ich habe hier eine Rare reingelegt. Habe ich? Habe ich? Ja, habe ich.
Die Tempel machen das so schwierig. Chandras Regulator ist auch nicht so was Geiles. Ich glaube, ich wüsste nicht, was ich hier für ein Deck draus bauen sollte. Wenn ihr eine Idee habt, ich meine, ihr habt nur die Rares und die Uncoms gesehen, womit man starten könnte, dann könnt ihr mir das immer schreiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hab ich's. Ciao, ciao.